Keine Ahnung, warum er das kann. Ist das der bessere BMW X5? Kann man sich jetzt überlegen, ob das ein Kompliment für Kia ist oder eine Beleidigung für BMW, dass man diese beiden in einem Atemzug nennt. Ich finde, es ist ein bisschen was von beidem. Denn Kia hat sich extrem verbessert und BMW hat es so ein bisschen schleifen lassen über die letzten Jahre. Und beim BMW X5 merkt man das vor allem an der Innenraumqualität. Daran, wie wenig sich der X5 eigentlich von den günstig preisigeren Modellen unterscheidet. Er ist einfach nicht mehr besonders. Den Testwagen, so wie ihr ihn hier seht, ist die siebensitzige Variante in der Platinum-Ausstattung. Die kostet 55.790 Euro. Der Hyundai Santa Fe, der übrigens nahezu identisch mit dem Kia Sorento ist, kostet einen Hauch mehr, müsste aber in der Versicherungseinstufung ein bisschen günstiger sein. Insofern geben die sich nicht so viel. Ist eher Geschmackssache, wen von beiden man nimmt. Ein BMW X5 25D mit 231 PS kostet ab 68.700 Euro. Das ist deutlich mehr als der Kia. Vor allem, weil bei BMW viele Dinge, die, naja, eigentlich selbstverständlich sind, extra kosten. Das machen ja viele deutsche Hersteller gerne. Wobei man beim Kia sagen kann, der ist nahezu voll ausgestattet. Die einzigen Extras bei diesem Testwagen sind die Metallic-Lackierung und die dritte Sitzreihe. Was mich wirklich beeindruckt, unabhängig vom Sorento, wie erstaunlich gut moderne Autos unter solchen Bedingungen fahren können. Es ist wirklich glatt. Ich meine, ihr könnt das ja auch sehen. Es ist alles zugefroren. Hier wurde nicht geräumt. Im Moment fahre ich im Komfort. Eco, Sport und Smart. Smart passt alles an meine Fahrweise an. Wenn ich also wie der letzte Depp fahre und jeden Gang bis zum Äußersten ausdrehe, dann wird das Smart auch tun. Klar, unter solchen Bedingungen kommt jedes Auto ins Rutschen, unabhängig davon, ob ich einen Allradantrieb habe, nämlich spätestens dann, wenn ich stark bremse. Ich denke, ihr habt das gehört, wie das ABS gearbeitet hat. ESP-Regelungen, auch bei Schnee, funktionieren fantastisch. Sollte ich mich mal festgefahren haben oder zumindest Angst haben, dass ich mich festfahren könnte, dann kann ich mit dem gleichen Drehknopf, mit dem ich die Modi verändern kann, einfach durch einen Druck auf Drive auswählen, ob ich Snow, Mud und Sand haben möchte. Es gibt hier also keine Clown-Kupplung oder irgendwelche offroadigen Details. Es handelt sich um einen elektronisch gesteuerten Allradantrieb, der so bei einer normalen Limousine auch zum Einsatz kommen könnte. Mit Außenspiegeln misst er mehr als 2 Meter in der Breite. Für ein modernes Auto nicht so ungewöhnlich, aber es kann natürlich bedeuten, dass man vielleicht nicht ganz so leicht in engen Parklücken ein- und aussteigen kann. Und dafür hat er die Funktion, dass er selbstständig raus- und reinfahren kann. Das System funktioniert so, dass man den Motor anlässt, per längeren Tastendruck und dann auf die Pfeiltaste jeweils vorwärts oder rückwärts drückt, je nachdem, in welche Richtung man fahren möchte. Und solange man diesen Knopf hält, fährt das Auto. Man muss hier aber bedenken, das ist kein Assistent, der lenkt. Man muss das Auto also schon in die Parklücke hineinbuxiert haben und das auf eine Weise, dass das Auto geradeaus rückwärts oder vorwärts fahren kann. Wenn man nicht aufpasst, kann man den Karren nämlich auch gegen eine Säule setzen. Und in Zeiten von Lockdown und wenigen Freizeitaktivitäten kann man mit dem Auto auf diese Weise auch Gassi gehen. Und wie ein echter Hund hat der Sorento irgendwann keinen Bock mehr und entscheidet sich einfach, nö, keine Lust, legt die Ohren an und bewegt sich nicht mehr. Ich glaube, die maximale Distanz, die er fährt, liegt bei 5 Metern. Wahrscheinlich hat sich Kia schon bei der Entwicklung gedacht, es gibt genug Deppen, die damit vielleicht Schindluder treiben würden. Der Sorento hat jetzt nicht den allerstärksten Motor. Sie sagen zwar 202 PS, doch die fühlen sich nicht so stark an. Das ist aber ein Phänomen, was bei Kia des Öfteren vorgekommen ist. Ich hatte vor einer Weile mal einen Sportage mit einem etwas kleineren Motor. Und da ist mir auch aufgefallen, dass sich die Leistung nicht so anfühlt, wie es auf dem Papier steht.
Was verbirgt sich denn unter dem Blech? Ein Dieselmotor. 4 Zylinder, 2,2 Liter, permanent Allradgetrieben übrigens. Den gibt es auch rein mit Frontantrieb, aber dieses Modell, was wir getestet haben, hat den permanenten Allradantrieb. Und das Drehmoment sind 440 Newtonmeter. Dieses Drehmoment liegt, wie ich es jetzt mal hier einblende, nur über einen sehr schmalen Bereich an. Das ist per se nicht schlimm, vor allem bei einem Diesel, wo es ja um diese Kraft beim Anfahren geht. Vor allem, wenn man auch mal einen Anhänger ziehen möchte. Oben heraus, beim Beschleunigen, bei allem, was mit Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsempfinden zu tun hat, naja, da fühlt sich das dann doch etwas dünn an. Das Gewicht des Siebensitzers liegt knapp über 2 Tonnen. Er wiegt dadurch 48 Kilo mehr als der Fünfsitzer, aber das ist ohnehin unerheblich. Die Masse an sich, klar, die spielt eine Rolle, aber ein 202 PS Diesel, der sollte da mehr Vortrieb geben. Und das ist dann auch der Unterschied zum BMW X5. Denn alles, was mit dem Fahren und auch vielleicht diesem sportlichen Empfinden zu tun hat, das macht der BMW einfach besser. Motor und Getriebe, das Zusammenspiel funktioniert bei BMW grandios und ist bei Kia der Punkt, der erklärt, warum der Kia weniger kostet. Kann man damit leben? Absolut. Ah, übrigens, der Motor wurde neu entwickelt. Sie sind von einem Gusseisenblock zu einem Aluminiumblock gewechselt und haben natürlich auch die Interne des Motors entsprechend verändern müssen. Und wenn er sich schon nicht so stark anfühlt, dann sollte er zumindest sparsam sein. Und das ist er auch nicht. Ich habe auf dem Display während der Fahrt immer so 8-9 Liter gesehen, also weit weg von diesen unter 6 Litern, die sie sogar angeben. Ich blende mal den Testverbrauch ein. Der wurde von unserer Redaktion gemeinsam zusammengefahren. Da sind dann auch unterschiedliche Fahrprofile, unterschiedliche Strecken mit drin. Ich wäre nicht überrascht, wenn dieser Testverbrauch über 9 Liter liegen würde. Wenn ich blinke, bekomme ich in meinem digitalen Instrument vor mir den Totwinkel-Assistenten angezeigt. Und das ist eine Kamera, die sitzt unterhalb der Spiegel und die zeigt mir den, offensichtlich toten Winkel. Das finde ich ist ein fantastisches Sicherheitsfeature. Ich habe mich aber auch schon dabei ertappt, wie ich anfange, mich darauf zu verlassen. Ich merke, wie der Blick in die Spiegel dann nicht mehr in dem Maße erfolgt, wie es eigentlich sein müsste, weil ich hier unten diese Kamera angezeigt bekomme. Keine Ahnung, wie die Rechtslage dazu ist. Ich denke mal, man ist der Depp, wenn man sich nur auf die Kamera verlässt. Und so sollte es ja auch sein. Das sind ja nur Hilfsmittel. Das 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ebenfalls neu. Eigentlich ganz gut. Gangwechsel sind schnell. Es ruckelt gelegentlich so ein bisschen, vor allem wenn er kalt ist, aber das ist ohnehin verzeihlich. Einziger Punkt, der dauerhaft etwas nervig ist, beim Rangieren. Kuppelt der ständig ein und aus. Und es ist einfach dieses Schleifen bei sehr, sehr niedrigen eben Rangiergeschwindigkeiten. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und auch den Fuß immer auf der Bremse haben, weil er dann häufiger diese Hüpfer macht. Und dann muss man ihn wieder einfangen und beim Rückwärtsfahren genau das Gleiche. Verschleiß sollte aber trotzdem unproblematisch sein, denn es handelt sich hier um eine Nasskupplung, läuft also im Ölbad. Und dadurch sollte auch Hitze eigentlich keine allzu großen Probleme verursachen. Wenn man aber regelmäßig mit dem Anhänger fährt und den auch häufiger rangieren muss und der auch noch schwer ist und man das auch noch an einem Hang macht, naja, dann ist es ohnehin eine große Belastung und damit kann man nahezu jedes Getriebe in die Knie zwingen. Das Getriebe wurde allerdings verstärkt, denn der Vorgänger Sorento konnte nur 2000 Kilo ziehen, der kann jetzt 2500 Kilo ziehen. Und was die Langlebigkeit angeht, Kia gibt ja ohnehin 7 Jahre Garantie. Das zeugt von einem gewissen Selbstvertrauen, was so mancher deutscher Hersteller nicht zu besitzen scheint. Die Bedienung geht auch leicht von der Hand. Es gibt immer noch echte physische Knöpfe, vor allem hier unten für Sitzheizung und für Sitzlüftung. Der Bildschirm gehört nicht zu den größten auf dem Markt, aber ganz ehrlich, wen juckt das denn? Das scheint nur so ein Trend zu sein mit riesigen Bildschirmen. Ich möchte doch, dass dieses ganze System was taugt. Ich habe auch da viele Touchfunktionen, aber ich habe auch immer noch Knöpfe. Für alles, was ich häufiger benutze, habe ich die Knöpfe. Und deswegen kann ich es auch während der Fahrt tun, ohne hinzuschauen. Das Auto hat sehr viel Platz. Ich kann, je nachdem, wie ich die Sitze eingestellt habe, zwischen 616 bzw. 821 Liter und über 2000 Liter in den Kofferraum packen. Die Beinfreiheit auf der Rückbank lässt eigentlich keine Wünsche offen. Die Zuladung beträgt 706 Kilo. Der Beifahrersitz lässt sich von der Rückbank aus verschieben. Das ist ein Knopf, an dem Kinder bestimmt sehr viel Spaß haben werden, sobald sie herausgefunden haben, was das macht. Was ich persönlich ein bisschen nervig finde, bei jedem Kia übrigens, ich vergesse nämlich immer, dass alle Kias das machen und bin jedes Mal auf die gleiche Weise verdattert. Wenn man mit dem Schlüssel in der Tasche hinter dem Kofferraum herläuft, dann fängt er an zu piepen. Und bis ich dann kapiere in meiner Dummheit, woher dieses Piepen kommt, bekomme ich die Heckklappe schon ab.
Das ist besonders blöd, wenn man gerade geparkt hat und hinter dem Auto steht, um dann über die Straße zu gehen. Man wartet also, dass die Autos vorbeifahren, steht hinter dem Auto und piep, 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 bonk. Man kann diese Funktion aber auch ausschalten. Gut, es gibt auch noch Konkurrenten wie den VW Tiguan, die in einer ähnlichen Preisklasse angesiedelt sind. Aber den Tiguan würde ich einfach schon deshalb nicht kaufen, weil den gefühlt jeder fährt. Und das widerstrebt mir irgendwie ein bisschen. Vielleicht geht euch das ähnlich. Vielleicht schaut ihr auch genau deswegen das Kia Sorento-Video. Ja, der Sorento kostet vielleicht viel für einen Kia, aber nur dann, wenn man Kia mit billig assoziiert. Und die Zeiten sind schon lange vorbei.